Wie viel Einfluss soll Berlin auf die Energienetze haben? Über diese Frage wurde im Senat endlos lange gestritten, denn in der Koalition gibt es hier wirklich heftige, entgegengesetzte Meinungen. Die SPD ist ein Rekommunalisierungsbefürworter, die CDU sieht das alles ganz kritisch. Doch jetzt scheint es eine Einigung gegeben zu haben. Eine Senatspressekonferenz mit zwei Senatoren und dem regierenden Bürgermeister konnte nur eins bedeuten. Nach monatelangen Debatten war die Lösung gefunden. Der Einfluss des Landes auf die Energienetze soll maximiert werden, indem Berlin die Mehrheit am Gasnetz der Hauptstadt und die Hälfte der Anteile am Stromnetz übernehmen soll. Vor dem Hintergrund, dass die SPD möglichst hohe Beteiligungen angestrebt hatte und die CDU möglichst geringe, ist das wohl ein klassischer Kompromiss. Michael Müller betonte, dass der heutige Beschluss an bisherige Entscheidungen anknüpfe und verwies auf die Zielvorgabe im Koalitionsvertrag, mehr Einfluss auf die öffentliche Daseinsvorsorge zu nehmen und auf die Senatsklausur im Mai, auf der man sich einigte, mit der GASAG und Vattenfall über Anteile der Netze zu verhandeln. Darauf aufbauend haben wir heute also festgehalten, dass weitere Gespräche geführt werden mit dem Ziel oder den Zielen, 51% an der Netzgesellschaft der GASAG zu erwerben, dass es eine Beteiligung von 25,1% an der gemeinsamen Netzbetriebsgesellschaft für die Gasnetze in Berlin und Brandenburg geben soll, dass darüber hinaus es klar ist, dass am Stromnetz und der entsprechenden Netzbetriebsgesellschaft eine 50-50-Beteiligung angestrebt wird, also eine industrielle Partnerschaft auf Augenhöhe, und dass wir gleich mitverhandeln wollen, eine Option zur Erhöhung des Anteils des Landes Berlin spätestens zum Ende der Regulierungsperiode in 2023. Ob diese Option dann gezogen wird, das ist natürlich eine Frage, die dann auch das Parlament und der Senat in den Jahren, wo dann auch wirklich darüber entschieden wird, sehen muss, ob das ein gangbarer Weg ist. Klar ist aber, wir wollen einen unumkehrbaren Weg hier einschlagen. Wir wollen nicht wieder bei Null anfangen. Wir wollen nicht sehen, wie ist die Situation 2020, 2023, sondern wir wollen ganz klar mit Vattenfall verhandeln, dass wir hier eine Option haben wollen, die gegebenenfalls dann auch gezogen werden kann, um aus einer 50-50-Beteiligung eben auch eine deutliche Mehrheitsbeteiligung des Landes Berlin zu machen. Das kann auch in einer Schrittfolge dann stattfinden, dieses deutliche Erhöhen unserer Beteiligung. Aber wichtig ist mir, dass dieser Weg wirklich unumkehrbar und eindeutig eingeschlagen wird. Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer war gemeinsam mit Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen beauftragt gewesen, mit den Anteilseignern der GASAG, E.ON, Vattenfall und ENGIE zu verhandeln und auszuloten, welches Unternehmen als Partner für Berlin in Frage kommt. Bei den Gesprächen, die wir mit ENGIE, E.ON und Vattenfall geführt haben, muss man sicherlich mit Blick auf alle beteiligten Unternehmen sagen, dass sie sich konstruktiv eingebracht haben, dass sie alle samt und sonders ihre Kompetenz und ihr Know-how eingebracht haben und letztendlich jedes der Unternehmen unter Beweis gestellt hat, dass sie ein verlässlicher Partner nicht nur in der Vergangenheit gewesen sind in der Energieversorgung Berlins, sondern dass sie auch für die Zukunft mitgestalten wollen. Nichtsdestoweniger haben wir im Anschluss an den Dialogprozess auch Präferenzen formuliert, und in der Beschlussfassung des Senats heißt es heute auch eindeutig, dass die Präferenz für den Gassektor bei E.ON als industriellen Partner gesehen wird, dass wir darüber hinaus im Stromsektor mit Vattenfall die Gespräche sehen. Wichtig ist für uns zusammenfassend, wir bekommen Einfluss auf die Netzgesellschaften, wir wollen ihn, wir wollen aber auch, um das Know-how der Unternehmen für die Energieversorgung der Stadt zu sichern, eine Beteiligung auf Augenhöhe 50-50
im Strombereich ist hier festgeschrieben worden. Und wir wollen auch nicht nur am Gasnetz, sondern auch der Netzbetriebsgesellschaft sicherstellen, dass eine Sperrminorität für das Land gewährleistet ist. Weiterhin plant der Senat die Gründung einer Energiewende-Plattform, unter der auch die Berliner Stadtwerke arbeiten werden. Die Einrichtung, die mehrheitlich dem Land Berlin gehören soll, aber auch Bürgerprojekte und industrielle Partner einbezieht, soll die Energiewende vorantreiben. Das muss uns allen klar sein, dass wir, wenn wir die Energieziele erreichen wollen, die das Land Berlin einvernehmlich beschlossen hat, dann reicht es nicht so weiterzumachen, wie wir bisher sind, sondern wir müssen uns im Prinzip vorstellen, dass wir alles, was wir bisher sehen an Energieeffizienzmaßnahmen, an Energiesparmaßnahmen, an Alternativenergiemaßnahmen mit Blockkraftwerken und Ähnlichem, dass wir im Prinzip dort das Tempo verdoppeln müssen. Und das ist eine der Ziele, die wir mit der Energiewende-Plattform verfolgen. Danke. Die CDU-Fraktion begrüßt den jetzt gefundenen Kompromiss des Senats ausdrücklich. Versorgungssicherheit und Preisstabilität seien so gewährleistet und die Energiewende könne lokal gestaltet werden. Also es ist ein guter Kompromiss gefunden worden, eine industrielle Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist ein gutes Signal für den Wirtschaftsstandort, dass hier auch Private geschätzt werden. Nicht nur ein eindimensionaler Rekommunalisierungskurs. Und ich finde gut, dass jetzt eine Grundsatzentscheidung getroffen ist. Sehen Sie die Position der CDU durchaus auch dadurch gestärkt, dass man sich bei der Stromnetzvergabe ja auf 50-50 geeinigt hat, also dass kein Mehrheitseigentümer da beteiligt sein wird? Also mir geht es darum, wie wir die Energiewende in Berlin gestalten. Und in der Koalition ist das lange diskutiert worden. Es gab auch viel Konfrontation in der Vergangenheit. Ich habe immer gesagt, Kooperation statt Konfrontation. Und das ist ein gutes Ergebnis, mit dem die Union gut leben kann, was aber vor allem für die Verbraucher gut ist, weil entscheidend ist doch, dass wir hier Preisstabilität und Versorgungssicherheit gewährleisten können und dass wir bei der Energiewende weiterkommen. Das ist das Entscheidende. Warum hatte die Union so große Sorge vor einer Rekommunalisierung mit einer Beteiligung von 75, ja vielleicht sogar 100%? Naja, uns geht es vor allem darum, starke Partner zu haben. Wir brauchen Partner, um diese wirkliche Zukunftsaufgabe, Smart City, das urbane Berlin, die Energiewende zu erreichen und auch das Know-how der Privaten, die Investitionen, die in die Stadt kommen. Und was ich ganz besonders wichtig finde, was gelungen ist, dass eben nicht die GASAG zerschlagen wird und dass dieses Unternehmen, dieses Traditionsunternehmen mit all seinen Arbeitsplätzen erhalten bleibt. Und das ist eine strategische Beteiligung, die das Land Berlin jetzt eingeht und das ist vernunftgeleitet. Mit Vernunft hat der Senatsbeschluss nach Meinung der Opposition nichts zu tun. Sowohl die Grünen als auch die Linke sehen die Chance einer Rekommunalisierung vertan. Das ist ein schlechter Kompromiss. Der Senat gefährdet damit das Ziel der Rekommunalisierung. Das ist gleichzeitig eine Rechnung ohne den Wirt. Denn der Senat begibt sich völlig in die Hände von Vattenfall mit seiner Weigerung, das Stromnetzverfahren neu auszuschreiben. Damit hat Vattenfall alle Karten in der Hand. Die Verhandlungsposition des Landes ist geschwächt. Und die Hoffnung auf eine Option im Jahre 2023, dann auch von Vattenfall das gesamte Netz zu bekommen, ist illusionär. Unter diesen Voraussetzungen, weil der Senat kein Trockmittel mehr hat. Und obendrein ist auch nicht einzusehen und nicht verständlich, wie der Senat zu der Idee kommt, dass Vattenfall bereit ist, bei der GASAG, dem Land Berlin, eine industrielle Partnerschaft mit E.ON zu ermöglichen. Ich glaube, Vattenfall wird den Teufel tun, seinem Konkurrenten hier Platz zu machen. Haben Sie Sorge, dass sich diese, die aus Ihrer Sicht also schwache Verhandlungsposition, schon bei der Preisgestaltung zeigen wird? Nun, das ist im Moment erstmal mein sekundäres Problem. Natürlich wird sich das auch auswirken, aber innerhalb des Konzessionsverfahrens geht es um Ertragswerte, sondern das entscheidende Thema ist, dass der Senat selbst die bescheidenen von ihm formulierten Ziele nicht erreichen wird. Gut, nun sitzen da ja auch zwei Koalitionäre am Tisch, die ja irgendwie sich zusammenraufen müssen und was anderes war wohl nicht möglich. Herr Wolf, vielleicht mal ganz konkret auch für die Berliner. Was meinen Sie, sind hier für Chancen vertan worden? Also was für eine Chance liegt in der Rekommunalisierung? Denn Risiken gibt es da ja auch.
Nun, die Chance bei der Rekommunalisierung liegt zum einen darin, dass die Erträge aus dem Netzbetrieb in Berlin bleiben, hier für öffentliche Aufgaben verwendet werden können und in die Energiewende investiert werden können. Gegenwärtig geht das als Rendite nach Schweden an den Vattenfall-Konzern. Das ist das eine. Das zweite ist, dass mit der Verfügung über die Netze wir auch ein zentrales Instrument der Energiewende und für die Integration von erneuerbaren Energien haben. Das ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Und der dritte Punkt ist, dass man über einen effektiven Netzbetrieb auch die Netzentgelte senken kann, die sich auch im Strompreis auswirken. Also insofern wäre das auch für die Stromkundinnen und Kunden eine gute Sache. Und Sie meinen, es macht nicht Sinn, gemeinsam mit einem industriellen Partner und dessen Know-how auch mitzunehmen, letztlich ähnliche Ziele erreichen zu können? Also man kann über eine industrielle Partnerschaft auf Zeit nachdenken, aber dann muss man auch eine Verhandlungsposition sich verschaffen, in der man dann auch die eigenen Ziele durchsetzen kann. Und genau diese Verhandlungsposition hat der Senat mit seinen Beschlüssen geräumt und damit die Position des Landes geschwächt. Anders sieht das die Berliner Wirtschaft. Die jetzt verkündete Strategie des Senats zu den Strom- und Gasnetzen bewertet die IHK als Meilenstein, wenn es gelingt, die Hängepartie um die Zukunft zentraler Infrastrukturen zu einem zügigen Ende zu führen und endlich Struktur und Tempo in die Umsetzung der Energiewende in Berlin zu bringen. Ein Kompromiss, mit dem die Koalition und die Wirtschaft leben kann, der aber wunderbar Angriffsfläche für die Opposition bietet, das werden wir sicher im Wahlkampf auch noch spüren. Bislang besteht dieser Kompromiss eher nur auf dem Papier. Er muss jetzt erstmal mit Leben gefüllt werden, die Verhandlungen starten. Was dann am Ende dabei rauskommen wird, werden wir sehen.